Na? Papa? Selina Mäuschen? Ich dachte, du bist schon im Bett? Wollte ich auch gerade. Ich war kurz noch im Badezimmer und... Hast du mal auf die Uhr geschaut? Wie spät ist es? Wir haben 8:45 und das ist deine Schlafenszeit. Es ist... Du gehst jetzt sofort ins Bett. Aber darüber wird auch gar nicht diskutiert. Und dein Handy gibst du mir jetzt auch mal einmal. Tut mir leid, Papa, ich hab... Hey, ohne warum Handy. Denn? Warum soll ich denn ohne Handy schlafen? Nein, und außerdem, wir haben Winter und du siehst immer noch aus wie im Sommer. Ey, ist das dein Ernst? Papa, du bist so streng. Warum musst du denn immer so streng sein? Ich bin doch nicht streng. Das ist doch nicht streng. Natürlich bist du streng. Wie würdest du das denn nennen? Hallo, diese Brille wirst du aber auch langsam tauschen, ne? Geht's bei dir noch? Hallo? Ich bin halt so ein Papa. Das ist doch normal, dass man so ist. Ich bin halt ein bisschen strenger. Nein. Nur weil ich möchte, dass du immer vor 6 Uhr zu Hause bist. Also was ist daran streng, bitte? Genau das, was du gerade erzählt hast. Dass du nur Sachen anziehst, die ich sozusagen freigebe. Was ist daran streng? Papa, ist das nicht normal? Nein, das ist also nicht Selina, normal. Also Selina, sorry, also pass das auf. Ist für mich normal. Nein, ist es nicht. Ich sag dir mal, wie ich mir das vorstelle. Also ein perfekter Papa wäre für mich eher so... Du hast du dir mal die Noten von Selina angeschaut? Die sind echt schlecht. Und nicht schon wieder dieses Thema. Ey, ich bin ganz ehrlich. Schatz, ich habe keine Lust mehr auf dieses Thema. Es geht nur um Selina. Ja, sie ist unsere Tochter, aber lass sie doch. In 3-4 Jahren ist sie 18. Dann kann sie doch machen, was sie will. Also, tut mir leid, das interessiert mich gar nicht momentan. Aber ist dir auch mal aufgefallen, dass sie jetzt immer zu spät kommt? Ja. Sie kommt irgendwie, wann sie will, nach Hause. Bleib doch mal locker, dann soll sie halt zu spät kommen. Solange sie gesund nach Hause kommt, ist doch egal. Und mit wem sie auch abhängt, das ist uns doch auch egal. Sie ist doch Mensch, also kann sie machen, was sie will. Bald ist sie erwachsen, also was interessiert es uns? Gut. Und wenn sie ihren Schulabschluss nicht schafft? Ja, dann soll sie halt ihren Schulabschluss nicht machen. Bleib doch locker. Einfach locker bleiben. Ja, genau, also eigentlich genauso. Das wäre die perfekte Art von Vater, wie ich sie mir einfach vorstellen kann. So einfach überhaupt nicht um die Angelegenheiten von den Kindern kümmern. Ach, natürlich. Einfach so ganz locker mal, gar nichts machen. Ja, so ganz locker. Einfach soll sich für gar nichts interessieren. Kümmern und ja, doch schon, aber weißt du so. Ja, aber Selina, das funktioniert doch nicht. Du musst dich ja nicht immer einmischen. Willst du jemanden wie mich haben, der sich für gar nichts bei dir interessiert? Also, sorry, für mich ist das keine Art von perfekter Vater. Ja, weißt was würdest du denn als perfekten Vater bezeichnen? Also, die perfekte Art bin eigentlich erstmal ich, ne, vom Vater. Nein. Also, ne? Aber wenn du schon so fragst, ne? Ich meine, guck mal, ich bin schon, ja, du hast recht, ein bisschen strenger, aber ein guter Vater, ne? Der wird ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen lauter, um klarzustellen, was los ist. Zum Beispiel wie. Papa? Papa, du musst aufstehen. Wir wollten noch einkaufen gehen. Du musst mich fahren. Papa. Ist das dein Ernst? Sag mal, weißt du, wie viel ich eigentlich am Arbeiten bin? Hä? Und ich bin hier mal einmal im Schlafen. Einmal. Und du kommst und machst wieder sowas. Sag mal, ist das dein... Du bist jetzt ruhig. Machst du das noch einmal? Noch einmal. Hä? Dann kannst du bei Oma und Opa wohnen. Du bist jetzt ruhig, Mann. Du bist jetzt mal ruhig. Das ist das letzte Mal, dass du mich jetzt... Ich war am Schlafen. Am Schlafen. Ja, okay, ich hab's ja verstanden. Hast du mich gehört? Ich soll dich also nicht mehr wecken? Ja, genau. Und deiner Mutter sagst du genau das Gleiche. Die könnt mich alle mal in Ruhe lassen. Ab auf dein Zimmer. Mann. Also, muss ich hier immer so laut werden oder was? Hä? Einmal brauche ich nur Ruhe. Nur einmal. Vielleicht schlafen. Ich schlafe. Mann. Ja, Papa, da wird's dann genau, auch mal ein bisschen lauter, genau, sorry. Aber genauso stelle ich mir toll, das vor. Toll, wenn wir alle richtig Angst vor dir hätten und in Angst erzittern würden. Selina, Angst und Respekt, das liegt nah beieinander. Nee, Papa, ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist ganz, 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 ganz falsch. Also ich glaube, da müsste so ein bisschen mehr Emotion sein. So ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen mehr Fingerspitzengefühl. So eher sensibel. Also du stellst dir das eher so sensibel vor? Ja, wie denn genau so. Schön, na, hat Selina gemacht. Das ist wunderschön. Das hat meine Tochter gemacht, meine Kleine. Hat sie schön gemacht. Ist gut, komm. Schau dir das an. Schau dir das mal an, wie schön sie das gemacht hat. Lass es. Schau dir das doch einfach nur mal an. Lass dich doch mal drauf ein. Und toll siehst du aus heute. Und hast du das Wetter gesehen? Und die Sonne. Oh, wenn ich die Sonne sehe. Ich möchte ein Gedicht aufsagen. So wie die Sonne scheint, so soll auch meine Liebe zu meiner Tochter sein. Ja, so ist das schön. Papa, super süß. Hier? Papa? Schau dir das doch mal an. Selina, ist das nicht süß? Das ist ja süß. Ist das ein Hundebaby? Ja, das ist natürlich ein Hundebaby. Oh ist Gott. Das ist so schön. Und weißt du, ich hatte einen echt harten Tag. Bei der Arbeit, der Chef hat mich einfach grundlos angemacht. Nur weil ich einen Fehler gemacht habe. Okay, 2 Millionen Euro habe ich verplant. Na und? Ich möchte jetzt ein Gedicht aufsagen. Also, 2 Millionen habe ich verplant. Selina. Selina.
Das wäre doch mal schön, oder? Also klar kann das zwischendurch mal anstrengend werden, aber ich meine, der Sensible, das ist doch super, das wäre doch richtig toll. Senja, dann wäre ich ja nur am Heulen. Also bitte, ich heule, wenn ich deine Noten sehe. Ja, dann heule ich, aber das ist ein anderer Grund. Nicht, weil ich sensibel bin, sondern weil ich wütend bin. Weißt du was? Also ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Und ich habe da so eine Vorstellung im Kopf, die eigentlich der perfekte Vater für dich wäre. Wenn ich das jetzt so alles schon gehört habe bei dir, der Lockere, der Sensible, da weiß ich ganz genau, da müsste ich einfach nur ein bisschen jung bleiben. Verstehst du? Der Junggebliebene. Du Mama, Mama, Papa, ich gehe jetzt mal kurz mit meinen Freunden raus, ja? Ist gut? Wie? Warte, stopp. Du willst raus ohne mich? Hallo, wir haben gesagt, wir verabreden uns heute gemeinsam. Und außerdem, wir müssen heute noch die Hashtag-Challenge für TikTok aufnehmen. Ist doch sowas von klar und übel. Hast du den neuen Netflix-Film gesehen? Horror pur. Ey, den ziehen wir uns heute Abend auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall. Hey, bleibt doch mal kurz hier. Ich kann euch durchfahren. Ne? Und wie wär's dann später mit Eistee? Nur Pfirsich, keine Zitrone. Und? Ich werde ziemlich cool. Ich werde der coolste Vater in dieser Stadt. Ey, Papa, ganz Hallo? Ehrlich. TikTok-Challenges? Nee, ganz Netflix-Filme, ehrlich, Papa, weißt du was? Eistee, dann werd doch einfach 40. Direkt zum Kind. Nicht der Junggebliebene, sondern sei doch einfach so ein richtiges Kind wieder. Ich spiele jetzt ein bisschen Doodle-Jump. Boah, was machst du denn schon wieder in meinem Zimmer? Ja, aber das ist mein Zimmer! Ich habe kein eigenes Zimmer! Das ist nicht dein Zimmer, das ist Doch. Mein Zimmer. Doch! Ja, aber warum hast du ein Sofa und ich habe kein Sofa? Ja, und diese Lichter, die sind super cool, warum darf ich die nicht haben? Oh, klär das doch mit Mama, dann kannst du sagen... Nein, Mama ist immer voll, die sagt immer, nein, darfst du nicht haben, dein Taschengeld ist schon jetzt vorbei, ich gehe arbeiten! Papa, du bist erwachsen, kannst du nicht einfach selber zu Nein, will ich nicht! Ich will jetzt so ein Eis. Wassereis. Okay. Und Kratzeis. Nein, ganz viel. Wir gehen in die Eisdiele und dafür gehst du dann 2 Wochen nicht. Aber du gibst mir was aus. Du gibst mir was aus. Weil mein Taschengeld ist jetzt schon vorbei. Also ich hab nichts. Ja, Selina, natürlich. Ja, lustig. Natürlich. Und dann müsste ich auch rein theoretisch mein Taschengeld mit dir teilen. Ha? Ja, eigentlich klar, schon. Wäre super. Natürlich. Als Vater, der arbeitet und. Ne, natürlich. Ja, aber ich müsste ja auch mein Taschengeld dann mit dir teilen. Ja, du hast jetzt mal wieder total übertrieben, als ob es diese Art von Vater jetzt so gibt. Also bitte. Ne, also und dann noch Taschengeld teilen und dein Sofa. Also bitte. Das kommt ja gar nicht in Frage. Ach ja, du, Papa, apropos Taschengeld. Nee, du kriegst keine Erhöhung. Doch, ich krieg natürlich eine Erhöhung. Nein! Warum nicht? Nicht jetzt. Was wolltest du sagen? Naja, es wäre doch eigentlich auch ganz cool, naja, wenn du... Du kannst dem Kind nicht immer so viel Geld geben. Die verliert komplett das Verhältnis, wie man mit Geld umgeht. Okay, du hast recht. Beim nächsten Mal bin ich streng und sage, nein, ja, es gibt kein Geld. Ja, sie hat ihr Taschengeld und damit muss sie auskommen. Ja, okay, ist doch in Ordnung. Gut, dass ich euch beide hier finde. Du, Papa, ich gehe jetzt mit Susi kurz in die Stadt. Kann ich mir von dir ein bisschen Geld nehmen? Schatz, du weißt ja, wo mein Portemonnaie ist, ne? Und nimm am besten die Kreditkarte mit. Was? Ernst? Was? Ich dachte, wir haben gerade darüber gesprochen. Ja, okay. Versprochen, ich schwöre es, beim nächsten Mal bin ich wirklich so knallhart und sage, nein, es gibt kein Geld, es gibt keine Kreditkarte, gar nichts. Du musst mit den Gutscheinen klarkommen, die ich dir vor 2 Jahren schon geschenkt habe. Zum Beispiel. Okay. Siehst du, ich habe es durchgezogen. Seit 2 Tagen habe ich ihr kein Geld gegeben. Gut, sie hat auch nicht gefragt, aber ich habe auch nicht danach gefragt, ob sie was braucht. Also, ich bin knallhart, ich habe es ihr versprochen. Also, von mir gibt es kein Geld mehr, ich bin keine Bank. Ja, zieh das auf jeden Fall durch. Papa? Ja? Wir fahren auf einen Schulausflug. Ich bräuchte noch ein bisschen Geld dafür. Kann ich mir was nehmen? Ach so, ja. Gut, das ist noch. Ja, klar. Also, du weißt, wo mein Portemonnaie ist und am besten die Kreditkarte, falls was passiert. Was? Sie hat Ferien, sie hat keinen Schulausflug. Und warum Kreditkarte? So, okay, ja, jetzt ist ja zu spät. Also, jetzt ist mein Portemonnaie auch weg. Oh. Ey, Papa, glaub es mir, das wäre so stark, wenn du so drauf bist. Das wäre richtig toll. Natürlich wäre das stark, natürlich, weil du dann den ganzen Tag Geld von mir bekommst. Ist doch klar. Ja, nein. Ich sag dir, was die perfekte Vorstellung von einem Vater in diesem Fall wäre. Das kann ich dir wie folgt beschreiben, junge Dame. Die Aktien, ne? Hätte ich mir die bloß nicht gekauft. Hey Papa, du, ich bräuchte mal noch 5 Euro fürs Mittagessen heute. Papa? Guck dir das mal an. Das sind all die Rechnungen, die ich für dich letztens ausgegeben habe. Toilettenpapier, Strom, Wasser. Hast du mitgezählt, wie viel? Natürlich zähle ich mit. Guck mal, wie viel warmes Wasser du verbraucht hast. Deine Heizung ist ständig an. Klamotten habe ich dir gekauft. Das ist deine Rechnung nur für diesen Monat. Du bist schon 250 Euro im Minus. Und dann willst du nochmal 5 Euro von mir? Madame, geht's eigentlich noch? Papa, du bist so geizig, das geht gar nicht. Das möchte ich nicht gehört haben. Das ist nur fair. Ich schreibe mir hier alles auf.
Also, ich bin ganz ehrlich, so wäre das perfekt. Wirklich, nur so wäre das perfekt. Genau. Denn so habe ich die Kontrolle über alles. Ja, genau. Kontrolle, da sind wir doch auch eigentlich schon beim richtigen Thema, Papa. Ich kann mir genau vorstellen, wie du drauf wärst, wenn du so ein richtiger Kontrollfreak wärst. Eine Minute zu spät. Ah, ja, hallo. Hallo. Hi, Papa. Ganz schnell das Handy mal her. So, wie sieht's denn aus mit den WhatsApp-Nachrichten heute? Hallo? Was? Ich kontrolliere das. Ich kontrolliere das. Das ist privat. Ich kontrolliere das. Ich hab dir dieses Handy gekauft, also. Das ist privat, Papa. Sieht erstmal gut aus. Ich komme in 5 Minuten in dein Zimmer und kontrolliere dein Zimmer. Na, aufräumen. Ganz schnell. Jetzt erzähl schon, worüber wolltest du mit mir sprechen? Ja, ich wollte mit dir darüber sprechen, wie wir das morgen machen mit Selina. Du weißt ganz genau, wie wir das machen. Wir machen das wie jeden Tag. Ich fahre sie morgen zur Schule, bleibe den ganzen Tag in der Schule, in der Klasse, setze mich direkt nebenan, ne, damit ich auch weiß, was los ist. Ne. In der Pause gehen wir dann gemeinsam mit Selina spazieren. Also sie bleibt die ganze Zeit an meiner Seite, ich kann das schön kontrollieren. Wenn dann die Schule vorbei ist, kommen wir nach Hause. Ne? Und dann gucken wir uns schön eine Dokumentation an, weil da kann ich auch kontrollieren, was sie dann alles lernt. Ne? Und danach schicke ich sie auf ihr Zimmer, natürlich auch wieder mit Kontrolle, ne? Internetkontrolle und alles drum und dran. Schatz. Halbe Stunde hat sie dann Zeit. Schatz, meinst du nicht, dass du eindeutig ein absoluter Kontrollfreak bist, also, was Selina angeht? Heutzutage geht das doch nicht anders. Ne? Heutzutage geht's einfach nicht anders. Ne? Ich muss das kontrollieren, sonst gibt's hier nur Chaos. Wäre doch anstrengend, oder nicht? Nö, also ich finde das. Wie viel Arbeit ich finde das vollkommen legitim. Vollkommen legitim. Also das muss auch so manchmal sein. Ne? Also manchmal, gut, ich darf deine WhatsApp-Nachrichten nicht mehr kontrollieren. Würde ich zwar gerne. Natürlich, aber es geht nicht mehr. Ja, Selina, ich weiß ganz genau, was du eine Art vom Vater hättest, ne? In dieser Situation. Natürlich, als ob ich das nicht weiß. Selina, willst du was haben? Hey, Mama. Hey. Nee, danke. Du. Sag mal, ich wollte mich heute Abend mit ein paar Freundinnen treffen und wollte dich erstmal fragen, ob du was dagegen hast? Nein. Sehr gut. Meinst du, Papa hat was dagegen? Selina, wann hast du das letzte Mal deinen Vater gesehen? Heute Morgen? Ich habe ihn ja selber gestern nicht mehr. Morgen. Ja, siehst du, man sieht ihn doch eh nicht. Er ist nie da. Also von daher, ich habe nichts dagegen. Oh, klasse. Ich bin super, wenn Papa so selten da ist. Boah, seid ihr immer noch wach? Selina, du musst schon längst im Bett sein, du hast morgen Schule. Und Schatz, du wolltest auch vor einer halben Stunde ins Bett kommen. Was macht ihr denn? Über was redet ihr denn die ganze Zeit? Und Kontrollfreak oder was? Naja, also ich versuche Papa gerade zu erklären, wie der perfekte Vater aussehen würde, aber irgendwie sind wir da nicht ganz einer Meinung. Also es tut mir leid, aber ich bin ganz klar der Meinung, dass der perfekte Vater streng sein muss. Er muss ab und zu auch mal ein bisschen lauter sein. Er sollte auch ein bisschen geizig sein, weil sonst haben wir ja kein Geld am Ende des Monats. Mhm. Ja, und natürlich sollte er vielleicht auch mal hier und da etwas emotional sein. Aber nicht den ganzen Tag heulen. Also fast nur schlechte Eigenschaften. Was ist denn bei dir? Hör mal, was ist es bei dir? Was ist es bei dir? Also ich... Papa ist die Bank? Ja, Papa ist ganz leise? Papa ist selten da. Papa ist selten da. Und Papa ist sehr emotional. Papa kontrolliert gar nichts? Ja, nein, null. Papa ist egal wie. Noten Selina sehen. Darf machen, was sie will. Also, was sagst du dazu? Ja, ist doch perfekt. Stopp, was sagst du dazu? Hört ihr euch eigentlich zu? Das sind beide Arten sind nicht schön. Ihr müsst den Mittelweg finden. Man muss sensibel sein, man muss aber auch streng sein. Man muss ein gutes Vorbild sein. Und natürlich muss man auch mal dem Kind was geben, aber auch wieder nehmen. Also, ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg. Ich sehe schon, ich komme hier nicht weiter. Ja, also, deine Mutter hat schon ein bisschen recht, aber... Naja, also, nee, also... Ich bin der perfekte Papa. Ach, die beiden. Wie würdet ihr denn einen perfekten Papa beschreiben? Schreibt's mal in die Kommentare.